Da ist es endlich, das dritte Derivat auf der eGMP-Plattform basierend. Nach dem Auftaktgeber Hyundai IONIQ 5, dem 800-Volt-Ladewunder, dann natürlich dem Kia EV6, kommt jetzt der Genesis GV60, den ich euch ganz, ganz detailliert in diesem Video erklären und auch zeigen werde. Und ihr werdet hier feststellen, dass das nicht einfach nur eine Adaption dieser anderen beiden Fahrzeuge in einer anderen Karosserie ist, sondern dass wir hier von teilweise wirklich anderen Parametern sprechen. Und dieses Auto kann tatsächlich in einigerlei Hinsicht mehr als seine Konzerngeschwister. Was das ist, das werde ich euch zeigen. Aber natürlich auch die Nachteile von dem Fahrzeug, denn hier, auch hier, ist nicht alles perfekt in diesem Falle. Ja, wir werden so viel ausprobieren. Wir werden mit dem Auto auf die Autobahn fahren. Wir werden die Effizienz auf der Autobahn ausprobieren. Laderoutenplanung, Laden natürlich auch mit kälterem Akku. Dann natürlich nicht zu vergessen, werden wir in der Stadt auch auschecken, was er so verbrauchstechnisch macht, wie der Alltagsnutzen dieses Autos ist. Einfach alles. Ja, werdet ihr über dieses Auto erfahren. Das ist natürlich mein Qualitätsversprechen an euch, dass ihr hier alles für eure Kaufentscheidung wisst, damit ihr dann am Ende sagen könnt, okay, das passt mir. Das Einzige, was ihr als kleine Gegenleistung machen könnt, ist unter dem Video rechts unten in der Ecke auf Abonnieren klicken, falls ihr das nicht schon getan habt, nämlich um immer auf dem Laufenden zu sein bei CarManiac. Und ich kann euch sagen, hier ist es sehr sinnvoll, wenn ihr das Video in Time seht, denn das könnte euch eine ganze Menge Geld sparen. Warum? Das und alles erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Das detaillierteste Video verspreche ich euch hier vom Genesis GV60. Herzlich willkommen bei CarManiac. Euch werden sicherlich ein paar Unterschiede interessieren. Ich habe ihn ja schon statisch gezeigt. Deswegen muss man immer aufpassen, das Video nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Vor allem haben wir einen sehr netten und interessanten Besucher in diesem Video. Der braucht auch noch ein paar Minuten. Also, Hyundai IONIQ 5-Fahrer werden direkt ein bisschen neidisch. Wir haben hier nämlich tatsächlich Matrix-LED-Scheinwerfer. Kegeln den Gegenverkehr aus. Ist schon sehr sinnvoll. Zur Optik könnt ihr was sagen. Ich finde die Optik sehr schön. Ich bin ein Fan von so bulligen Autos. Da steht er schon wirklich schön da. Man sieht aber seine Verwandtschaft ganz speziell mit dem Kia EV6. Ja? Ein Frunk, den haben wir, den zeige ich euch auch gerne. Allerdings müsst ihr wissen, im Gegensatz zu den Mitbewerbern ist es so, dass ihr hier immer den kleinen Frunk mit 20 Litern habt und nicht den großen mit 54 Litern. Das liegt einfach daran, dass der Wagen, da hat sich Genesis umentschieden für den deutschen Markt, nicht mit Heckantrieb verfügbar ist, sondern nur mit Dualmotor in zwei Power-Varianten. Das erkläre ich euch dann noch später. So sehen 20 Liter aus. Hier passt halt vielleicht ein Typ-2-Kabel reingewurstelt rein, aber das war es dann auch schon. Das ist nicht viel Platz, aber immerhin ein kleines bisschen und man hat nicht vollständig darauf verzichtet. Geht auch direkt zu, wenn man zuzieht. Wir haben Kameraspiegel. Das ist so ein Trend gewesen, der aufkam mit dem Honda e und mit dem Audi e-tron. Dann hat man sich entschieden, in der Automobilindustrie davon wieder wegzugehen, weil man festgestellt hat, in Sachen Effizienz bringt das nicht viel. Es bringt nur Nachteile. Anders hier werde ich euch zeigen. Da parken wir mal ein bisschen in Frankfurt. Dann haben wir hier die Ladeklappe mit dem sehr kleinen CCS-Anschluss. Da geht die Luzi ab, meine lieben Freunde. Auch 800 Volt Ladesystem werden wir auch ausprobieren. Ob er nämlich eine ganz bestimmte Sache kann, nämlich das, was seine Kollegen noch nicht können, bis das Software-Update kommt, nämlich auch bei nicht so warmer Batterie zu laden, in der Geschwindigkeit, die versprochen wird. Denn wir kennen ja das Problem von Kia und Hyundai. Ne? Im Winter lädt es sich nicht so gut. Wenn die Batterie nicht auf Temperatur ist, lädt es sich nicht so gut. Das soll hier anders sein. Das Heck seht ihr auch, ist ein bisschen Aston Martin-like, so mit dieser Lichtgrafik. Wir haben auch diese doch schon monumentale Abrisskante, ne, die halt hier auch richtig für Abtrieb sorgt, denn die Höchstgeschwindigkeit ist doch schon sehr passabel. Dazu dann auch mehr auf der Autobahn. Nicht zu vergessen, wir haben hier 1,6 Tonnen Anhängelast optional mit einer Anhängerkupplung. Das ist auch sehr, sehr wichtig für viele. Und eines der wenigen Fahrzeuge, wo ich eine Chromleiste akzeptiere, ist dieser hier, nämlich das. Ne? Sieht schön aus. Diese mattweiße Farbe ist meine persönliche Kaufempfehlung, denn eine noch unsensiblere Farbe kenne ich gar nicht. Du kannst da drüber gehen, man sieht keine Fingerabdrücke, gar nichts, keine Kratzer. Ein fantastischer Lack. Kommen wir kurz zum Kofferraum. Der 430 Liter fast. Wo ist es denn? So, hier diese Kuhle, die müsst ihr finden. So sieht das aus, wenn ihr reinguckt und Gepäck drin habt, so wie wir das halt natürlich haben. Wir haben hier schon umgeladen, passt ordentlich was rein. Und hier seht ihr schon den qualitativen Unterschied, liebe Freunde, zu den Konzerngeschwistern, aber auch zu allen anderen Fahrzeugen. Das hier ist Alcantara. Ja? Kein Plastik. Plastik findet ihr in diesem Auto so gut wie gar nicht. Dazu später auch mehr. Lediglich hier
das ist nicht so schön gelöst. Hier hätte ich mir noch ein bisschen was Pfiffiges gewünscht, um wirklich komplett wegzukommen von diesem Plastik, aber das ist schon wirklich Meckern auf extrem hohem Niveau. Rückfahrkamera hier, Surround-Kamera, wie die Qualität ist, das gucken wir uns auch noch an. Ihr kriegt ausschließlich ein Glasdach bei dem Auto, das ist nicht zu öffnen. So, das ist er ist 4,55 Meter lang, ist also gar nicht so groß. Er wird als Cross-Utility-Vehicle betitelt, nicht als SUV, wobei sich das mit dem SUV doch noch irgendwie herauskristallisiert beim Fahren. Das werdet ihr auch gleich merken. Schaut euch nur mal diese Felgen an. Ein richtig schönes Felgendesign, auch wenn ich kein großer Fan von so Anti- Linien bin. Das ist schon echt nice. Das sind die gelben Bremsen. Warum? Weil das hier der Sport Plus ist. Es gibt ihn in zwei Varianten. Das erkläre ich euch jetzt gleich beim Fahren. Der eine heißt Sport, der andere heißt Sport Plus. So sind die Modellbezeichnungen bei Genesis. Ja, und jetzt könnt ihr mir sagen, was findet ihr schöner? Den hier oder Kia oder Hyundai? Jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt. Der ist wirklich wichtig. Hört gut zu. Und das ist folgender. Dieser Wagen wird ungefähr ab Juni bestellbar sein für euch. Da könnt ihr dann auch bei Ivium reingucken, auf meiner Elektroauto-Plattform für Gebrauchte und Neuwagen mit ganz außergewöhnlichem Gebrauchtwagen-Konfigurator, wie es den nirgendwo anders gibt. Also eine Elektroauto-Börse, wenn ihr so wollt, mit 4000 angebundenen Händlern und wir kriegen immer mehr. Und da wird der jetzt natürlich im Gebrauchtsektor nicht drin sein, aber ihr könnt ihn neu konfigurieren bei mir auf Ivium. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr feststellen, dass ihr bei einem doch zapfigen Preis rauskommen könnt. Nämlich ist der Grundpreis bei knapp 59.000 für den Sport und 71.000 für den Sport Plus. Ist eine ganze Menge Holz, zugegebenermaßen, aber diese Performance kriegt ihr sonst auch nirgendwo anders, schon gar nicht bei einem Verbrenner zu diesem Preis. Wer jetzt bestellt im Juni, der muss mit einer Lieferzeit von ungefähr 6 bis 8 Monaten rechnen, was toll ist für ein Elektroauto, wenn wir uns BMW angucken, Skoda angucken, VW angucken. Viel längere Lieferzeiten, kommt halt aus Korea und da gibt es diese ganzen Kabelbaumprobleme nicht. Ja, 6 bis 8 Monate, da könntet ihr aber theoretisch, wenn ihr Pech habt und nicht wirklich jetzt sofort bestellt, ab Juni dann, wenn er im Konfigurator ist, das Pech haben, dass ihr die Förderfähigkeit nicht mehr bekommt. Weil dann ja schon 2023 ist. Wir müssen halt abwarten, ob sie die Förderfähigkeit für 2023 beibehalten. Ihr müsst euch also wirklich beeilen, nicht allzu lange überlegen. Das ist mein Appell an euch. All diejenigen, die ihn schon zur Weltpremiere vorbestellt haben, also reserviert haben, können jetzt schon ab sofort konfigurieren. Das ist sozusagen denen vorbehalten, die sich jetzt schon zu diesem Thema also schon vorher sozusagen getraut haben, den vorzureservieren. Und die können jetzt schon so als kleines Goodie konfigurieren. Und die kriegen den Wagen wohl ziemlich wahrscheinlich noch dieses Jahr und profitieren von der vollen Förderfähigkeit. Bevor wir losfahren, ist auch mal die Zeit. Die Zeit muss sein, einfach ein bisschen Zuschauer-Caretaking zu machen. Das ist nämlich der Stefan. Und der Stefan, wie ihr schon sehen könnt, hat ein T-Shirt an, das ich leider heute vergessen habe, deswegen muss ich hier im Pulli rumlaufen. Und du bist einer der wenigen, die das Carmaniac-T-Shirt kaufen. Die meisten kaufen ja am Bulham 1 Jever oder Keine Macht der Schildkröte. Ja? Also ich bin stolz drauf, vielen Dank dafür, weil du damit natürlich auch an der Ladesäule den Namen publizierst. Und mit dem Stefan habe ich mich jetzt hier getroffen, weil er hat mir geschrieben auf Facebook, hey, du bist so oft in Frankfurt, sei doch mal so lieb und komm vorbei, eine Unterschrift auf den Tassen wäre cool. Und es hat mir so geschmeichelt, dass ich gesagt habe, dieses Mal müssen wir uns einfach treffen, wenn wir in Frankfurt sind. Und du hast ja sogar zwei Tassen, einmal am Bulham 1 Jever und sogar die Keine Macht der Schildkröte-Tasse. Magst du sie holen? Kofferraum. Ja, Kofferraum. Denn der Stefan, wie ihr seht, ist ja auch Elektrofahrer. Er fährt den Kona und er steht auch direkt hier neben dem Genesis, wo ihr euch mal direkt so nebenbei ein bisschen die Größenverhältnisse angucken könnt. Das ist Fußmatte. Fußmatte ist auch so ein Ladenhüter, weil ich die irgendwie nie bewerbe. Vielen Dank, Stefan. Die Leute werden denken, ich habe dir das vorher alles gegeben. Juice Booster hast du auch noch, oder was? Ja. Gott sei Dank habe ich das nicht hier so. Gott sei Dank ist der Stefan dabei, sonst würden die sagen, ich habe das alles platziert. Typischer Elektroautofahrerkofferraum. Typischer Elektroautofahrerkofferraum, ne? Lädst du viel mit dem Juice Booster? Am Kran, mobil am Kran oder Baustelle. Ah, am Kran, das ist natürlich geil. Wenn du auf der Baustelle bist, an die Industriesteckdose dran, zack. Ey, Fußmatte habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann auch noch so sauber. Schau dir das mal an. Geil. Ja. Und die zwei. Und die zwei Tassen. Eieiei. Aber ich bin echt stolz an dieser Stelle. Weil das ist ja mein Merch und wenn es jemand so kauft, finde ich das einfach, das finde ich einfach schön. Aber weißt du was, ich mache das danach, weil ich möchte mich darauf richtig konzentrieren, weil ich möchte das schön, einfach schön unterschreiben. Das machen wir gleich mal. Wie findest du den Genesis? Schön. Gefällt er dir? Modisch. Ja? Wäre das was für dich? Allerdings ist er nicht günstig, ne? Also die lagen da schon ordentlich zu.
Also so als Sport Plus kostet er 71.000 im Grundpreis. 30 zu viel. Nee, aber schön. Finde ich toll, dass du elektrisch fährst. Und letzten Endes sparst du dir damit ja auch eine Menge Kohle. Aktuell ja. Vor allem mit den Spritpreisen. Ne? Ja, ich habe da im August den bestellt. Da war er noch bei 1,42 Euro. Und ich habe mehr als 300 Euro im Monat verfahren, Benzin. Und jetzt? Jetzt habe ich 105 Kilometer hin, 105 Kilometer zurück, wenn ich an der Baustelle lade, am Kran lade. So wie heute kostenlos am Rechenzentrum. Ah, du lädst am Kran die ganze Zeit kostenlos auch noch? Ja, wenn der 10 Stunden auf der Dauerbaustelle läuft. Und ich habe da mit dem Jules-Bus da bei 16 Ampere. Ist ein wunderhübsches Auto, so mit seinen schlitzförmigen Scheinwerfern vorne. Ich finde den top. Vor allem für mich als Hörgeräteträger die ruhige. Dass es so ruhig ist, gell? Ja. Zafira, genau so kannst du dich mit meiner Frau unterhalten, selbst wenn die hinten sitzt. Weil ihr noch einen Zafira habt, als Familienauto. Ja, den E, den du vorgestellt hast. Ach, ein E? Ja, den du vorgestellt hast. Ah, ihr habt den E-Zafira, gar keinen. Ich dachte, ihr hättet noch einen Verbrenner-Zafira. Den E. Ah, okay, cool. Dem ich dich kenne, fahren wir elektrisch. Geil, freut mich sehr. Ich bin wirklich froh, dass wir uns hier getroffen haben. Ich mache das jetzt auch gleich mit den Tassen, weil da möchte ich mir besonders viel Mühe geben. Kreativmenschen sind nicht gerade für ihre Handschrift bekannt. Und deswegen muss ich mir da besonders Mühe geben, weil einmal draufgeschrieben, war's das, ne? Ich habe noch zwei Tassen bestellt, weil die gehen ins Regal. Du hast noch mal zwei Tassen bestellt, bist ja ein geiler Typ. Da trinke ich dann Kaffee raus, weil die gehen ins Regal, da kommt keiner dran. Geil, geil. Ja. Also, wie ihr seht, die Elektromobilität ist ordentlich auf dem Vormarsch. Stefan fährt zwei Elektros, also nicht mal mehr so dieser Klassiker, so ein Familienauto, irgendwie so noch ein Verbrenner. Nein, einfach voll auf Elektro, finde ich top, machst du wirklich super. Und wie ihr seht, auch wenn man nicht zu Hause laden kann, kann man elektrisch fahren. Und das soll doch die Message des Ganzen sein. Ich beschäftige mich jetzt noch ein bisschen mit dem Stefan hier, ne? Und dann geht es für euch gleich im Video weiter und wir fahren mal diese Mühle, um zu gucken, was der so kann. Ja, Freunde, fangen wir mal an mit den wichtigsten Schlüsselfakten über dieses Auto und natürlich über die Unterschiede zwischen diesem Auto, dem Hyundai Ioniq 5 und dem Kia EV6, weil wer sich für dieses Auto interessiert, hatte vielleicht die anderen auch im Auge oder andersherum. Der grundlegende Unterschied ist schon mal der, wir haben hier ein bisschen mehr Power als im Hyundai, aber ein bisschen weniger Power als im Kia. Je nachdem, welche Variante ihr nehmt, aber letzten Endes auch bei der Vollpower-Version. Der Hyundai kommt mit knapp 305 PS, der hier mit 318 und der Kia EV6 GT mit 325 PS. Es sind leichte Unterschiede, die merkt man auch in den Beschleunigungswerten. So braucht dieser hier, also nicht dieser hier, in dem wir fahren, sondern der Basis Genesis GV60 mit den zwei Motoren, aber in der schwachen Ausführung 5,5 Sekunden von 0 auf 100 und dieses Kunststück erledigt zum Beispiel der Kia EV6 in 5,1 Sekunden. Halbe Sekunde spürt man dann schon, ja, obwohl es nur 7 PS Unterschied sind. 160 kW hinten an der Achse als Motor und 74 kW vorne. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte doch ein bisschen mehr Wumms haben, dann nehmt ihr diesen hier, das ist ja der Sport Plus. Und dieser hier hat dann 160 kW hinten und 160 kW vorne. Dann gibt es ja noch diesen Boost-Knopf, den erkläre ich euch dann auf der Autobahn und zeige euch, wie er wirkt oder ob er überhaupt wirkt. Der boostet dann nochmal hoch, aber grundlegend, exklusive Boost, habt ihr da 320 kW, was ja ungefähr 430 PS, glaube ich, entspricht. Dann beschleunigt der Wagen in 4 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon ein beeindruckender Wert für ein Auto, das gar nicht so sehr danach aussieht. Wir haben hier auch das ELSD optional, also ein elektronisches Sperrdifferential für vorne. Das ist ähnlich wie beim Kia EV6 GT. Das ist dafür gedacht und es gibt es nur für den Sport Plus, weil man das nur bei dem abruft, dass wenn ihr in die Kurve fahrt, dass dann sozusagen das kurvenäußere Rad durch die Neigung, welches ja den maximalen Grip hat, dann auch die maximale Kraft kriegt, während das kurvenäußere Rad und das kurveninnere Rad, welches vielleicht so leicht in der Luft ist, durch eine dynamische Kurvenfahrt, dann natürlich nicht so viel Kraft. Also die Kraft geht dahin, wo man sie ja letzten Endes braucht. Des Weiteren haben wir einen Komfortfeature, welches wirklich sehr gut ist, was es auch bei den Konzerngeschwistern nicht gibt. Und das ist ein adaptives Dämpfungssystem. Einmal natürlich dadurch, dass wenn ihr vom Komfortmodus in den Sportmodus schaltet, werden die Dämpfer härter. Er zieht mir jetzt die Sitzwangen an. Wenn wir in den Eco- oder Komfortmodus gehen, guckt er aber trotzdem die Fahrbahnbeschaffenheit und regelt dementsprechend in Millisekunden die Dämpfer. Wenn er also sieht,
okay, über GPS oder Kamera, da kommt eine Bodenwelle oder ein Schlagloch, Gullideckel, dann wird er an dieser Stelle natürlich die Federung etwas weicher machen, zum Beispiel auf der rechten Seite, weil auf der rechten Seite der Gullideckel ist. Das ist eine ziemlich coole Sache. Allgemein ist das Fahrgefühl sehr SUV-artig. Also das sieht man jetzt am besten, wenn man jetzt hier so zum Beispiel diesen BMW X3 anguckt, dann sind wir so ziemlich genau auf dessen Höhe. Im Kia EV6 fühle ich mich schon auf jeden Fall niedriger. Ja, da sitzt man nicht so hoch, ja, gefühlt. Das ist viel niedriger, gell? Und es ist schon ein Crossover, das merkt man schon, CUV, Crossover Utility Vehicle, aber mit der Tendenz zum SUV eigentlich fast schon, zum Mini-SUV, weil ich sehr, sehr hoch sitze. Das merke ich ganz speziell, wenn ich so neben normalen Kombis oder Limousinen stehe, auch an der Windschutzscheibe, die ja sehr steil ist. Da bin ich ja sehr gespannt, wie sich das auf den Verbrauch auswirkt, weil Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 sind zum Beispiel auch nicht gleich effizient. Na, da gibt es ja auch Unterschiede aufgrund der verschiedenen Bauart. Letzten Endes. Wenn ihr irgendwas klappern hört, das sind hier nur die Getränke. Generell klappert hier nichts, außer halt so Sachen, die wir hier immer irgendwie drin rumliegen haben. Ist er wendig? Probieren wir gleich mal aus. Was ich vorher ausprobieren möchte, ist dieser Parkplatz, weil ich euch die Kameraspiegel zeigen möchte zwischen diesem Kia Sportage und dem Golf. So. Ich lege jetzt mal den Rückwärtsgang ein, schon kommt die Kamera. Ihr seht ja auch durch die eine Kamera das hier und durch die andere Kamera seht ihr ja beim Francesco dann letzten Endes den Rückspiegel. Und digitale Rückspiegel sind immer so ein bisschen tricky. Ich bin ja kein Fan davon, ich hatte sie im e-tron. Francesco fährt sie nach wie vor im e-tron. Und das Problem ist, du siehst die Bordsteinkante halt nicht. Genesis hat da direkt mal weitergedacht und guck mal auf den Spiegel. Ich werde jetzt mal seitlich am Spiegelbedienelement zoomen. Wie krass ist das? Also so könntet ihr normalerweise fahren, aber wenn ihr jetzt sagt, oh, ich sehe die Bordsteinkante nicht, zack, zoomt ihr raus und ihr seht perfekt den hinteren Reifen, also die hintere Felge. Und was ich doch auch erstaunlich finde für ein koreanisches Fahrzeug, ist die Qualität der Rückfahrkamera. Muss ich an dieser Stelle mal wirklich anmerken. Schaut euch das mal an, zeig es vielleicht mal durch die gute Kamera, also durch die hier, dass man hier so wirklich eine tolle Auflösung hat. Ich muss jetzt mal das anlassen. Ja, jetzt schaltet er auf vorwärts. Hier steht dieser Kia vor uns. Ne? Also die Auflösung ist wirklich sehr gut. Man kommt mit diesem Kamerasystem blendend zurecht. Genauso wie mit den Rückspiegeln. Ja? Und wir haben hier aber auch verschiedene Perspektiven zur Auswahl. Ne? Wir haben hier so eine Surround View. Tut mir leid wegen dem Piepsen, aber anders geht es jetzt gerade nicht. Da kann man sich halt so nochmal umgucken. Das Auto hat auch die Farbe, die man selber ausgewählt hat. Was wir jetzt aber, glaube ich, nicht haben, sind klassische Spiegelkameras. Aber ganz ehrlich, die brauchen wir auch nicht, weil bei so einer guten Rückfahrkamera, er zoomt ja auch selber raus, wenn wir in den Rückwärtsgang gehen, finde ich schon echt extrem genial. Also diese Rückspiegel, auch wenn ich hier so reingucke, in den Beifahrerrückspiegel einfach, ist das schon wirklich eine Nummer für sich. Wie ich den Verkehr hier sehen kann, das ist schon alles wirklich tipptopp. Entschuldigung wegen des Flimmerns. Das sieht aus wie ein echter Rückspiegel. Nur in größer, nur in näher. Richtig, richtig gut. So, und dann nicht zu vergessen die schöne Kugel. Ne? Die sieht echt geil aus. Drückt ihr auf Start und dann dreht sie sich. Zack, und dann habt ihr eure Bedienerheit. Ist echt ein cooles Feature. So, jetzt fahren wir mal weiter und wollen noch ganz kurz auf das Thema Rekuperation eingehen, weil das ist doch ein wichtiges. Wendigkeit, ja, bei so einem Parkplatz muss man zweimal ansetzen. Der Wendekreis ist jetzt nicht gerade der beste bei dem Fahrzeug. Auch ein Warner, weil da Verkehr kommt. Jetzt hat er mich wieder losgelassen. Er hat mich kurz abgebremst, weil da jemand gekommen ist. Jetzt hat er mich wieder losgelassen. Wir haben hier Schaltwippen und die lobe ich mir immer. Ich finde Schaltwippenlösungen immer viel, viel besser als alles andere, was man so haben kann, weil da muss ich nicht in irgendein Menü, sondern kann hier direkt einstellen, möchte ich zum Beispiel gar keine Rekuperation, so wie jetzt, und ich gleite, ich bin jetzt nicht auf dem Gas, sondern rolle einfach, auch mit diesem Totenwinkelwarner, der hier eingeblendet wird in Kameraperspektive, ob jemand neben einem im toten Winkel ist, oder ich sage, hier ist eine Ampel und ach, spontan, ich möchte die Bremse nicht nutzen, ich ziehe dreimal auf Level 3. Aber er bremst halt leider nicht komplett runter, sondern wir rollen einfach mit 8 bis 10 km/h weiter. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt noch die maximale Rekuperation. Das heißt, ihr könnt mit der Schaltwippe abbremsen. Das zeige ich euch jetzt hier mal mit dem vorausstehenden Verkehr. Ihr sagt es, okay, ich möchte jetzt nicht bremsen. Dann zieht ihr an der Schaltwippe und durch das Ziehen an der Schaltwippe bremst er komplett ab. So, bis zum Stillstand. Zack. Und dann, wenn man loslässt, ist er auch in Auto-Hold, also Stopp.
Ist cool, aber noch cooler wäre, wenn er einfach selber komplett abbremst und ich nicht die Schaltwippe ziehen muss, weil dann frage ich mich, wenn ich die Schaltwippe ziehe, kann ich ja eigentlich auch das Bremspedal drücken, so, ne, unterm Strich. Ja, powermäßig ist man natürlich vollkommen übermotorisiert mit beiden Varianten, erst recht mit der Sport Plus, auch so im Komfortmodus, wenn du in der Stadt einfach mal Gas gibst. Ja, er kommt aber, er wirkt so wie so ein Diesel, ne? Du gibst also so Gas und dann braucht er kurz und dann fängt er an zu drücken wie die Sau. Ist echt interessant. So, wir sind jetzt ein bisschen in der Stadt rumgefahren, 6,3 Kilometer. Das reicht, um städtischen Verbrauch zu dokumentieren. Bei wie viel Grad haben wir jetzt? Wo steht's? 15, ne? 16 Grad. 13 Kilowattstunden. 13 Kilowattstunden Frankfurter Stadtverkehr ist ein super, super Wert. Kia, Hyundai und auch Genesis somit sind sehr bekannt dafür, extrem effizient unterwegs sein zu können. Gerade bei diesen Temperaturen auch. 13 Kilowattstunden ist wirklich fantastisch. Das ist ein fantastisch guter Wert. Gar keine Frage. Ist jetzt die Frage, wie es auf der Autobahn ist. Und da bin ich ja so ein bisschen skeptisch wegen des CW-Wertes. Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Jetzt kommen wir zu dem Kapitel, welches die Bewährungsprobe für jedes Elektroauto ist, Autobahn. Und hierzu gehören ja viele Dinge, ne? Nicht zuletzt einmal Effizienz, Komfort, aber natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel Ladeplanung und Routenplanung. Und hier habe ich eine extrem krasse Nachricht für euch, einmal auch mit dabei. Aber vorher beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Routenplanung, weil das ist ja sehr, sehr wichtig. Und hierfür aktivieren wir die Sprachwahl. Navigiere mich in die Müllerstraße 17 München. Hat er sehr schnell gefunden. Ich möchte die Navigation dorthin starten. So, jetzt navigiert er uns dorthin. Und hat die Routenberechnung gemacht. Jetzt fragt der Akkuladung nicht ausreichend, eine Ladestation auf der Route suchen. Wenn man jetzt auf OK geht, dann ist man halt auf sich selber gestellt. Wenn man eine Ladestation will, musst du auf Ladestation auf der Route suchen. Das ist so mein Kritikpunkt nach wie vor bei Hyundai Kia und auch bei Genesis dementsprechend, dass er keine automatische Laderoutenplanung macht. Das finde ich echt schade. Ich habe noch eine gute Nachricht im Rahmen des Ganzen, aber dazu gleich mehr. Das ist jetzt natürlich blöd. Wir wollen jetzt kein AC, wir sind ja in einem Auto, das ein 800 Volt Ladesystem hat. Deswegen müssen wir auf Filter gehen. Und wir haben hier schöne Filter. Denn wir haben hier alles, was man halt einmal natürlich auch Anbieter, aber natürlich auch HPC. Wir brauchen High Power Charging. Das heißt, wir nehmen aus den Ergebnissen AC und DC raus. Wollen wir nicht. Und die Anbieter können wir drin lassen, weil die kann er uns ja gerne alle anzeigen. So, und dann gehen wir wieder zurück. Und dann muss er natürlich die Ladesäulen dementsprechend anpassen. Und da haben wir es schon. Das ist unsere Ladesäule, die wir wollen. Allego, die ist direkt bei uns, EnBW gibt es hier in der Nähe nicht, macht aber auch nichts, wir können ja mit EnBW trotzdem an Allego laden und können dann hier zum Beispiel sagen, okay, als Wegpunkt hinzufügen. Infos sehen wir auch, wie viele verfügbar sind, finde ich tippitoppi. So, und dann siehst du hier die Routenberechnung, ne? Also Stück für Stück von links nach rechts, ähnlich wie bei Mercedes und musst nur auf Berechnen gehen und fügt dann die Ladesäule hinzu entlang der Route. Jetzt kommt der positive Aspekt neben dem Ganzen oder bei dem Ganzen. Er plant zwar die Route nicht und wir wissen, das war schon bei Kia und bei Hyundai ein Problem, aber, und jetzt kommt der große Pluspunkt, wer zugehört hat und meine Videos kennt oder allgemein so ein bisschen die Problematik kennt, der weiß, dass Kia und Hyundai, obwohl sie ein aktives Thermalmanagement für den Akku haben, nicht für die Ladesäule vorheizen, den Akku. Im Winter ist das ein Problem, denn oft hat man festgestellt, anstatt der 18 Minuten, die er ja von 10% auf 80% brauchen soll, waren es schnell mal 36 bis 40 Minuten. Die doppelte Zeit, weil der Akku einfach nicht die richtige Temperatur hatte. Gerade eben, wenn du nicht wirklich schnell fährst auf der Autobahn, und damit meine ich, dass auch 130 km/h dauerhaft nicht reichen, um die volle Ladeleistung zu ziehen. Und im Winter, wenn du kurz mal nach dem Büro an die Ladesäule fährst, schon fünfmal nicht. Und Kia und Hyundai wollen das jetzt im Laufe des Jahres einführen mit einem Software-Update, dass sozusagen, wenn du die Ladesäule auswählst, der Akku vortemperiert wird. Das Geile ist, bei Genesis haben wir das schon. Also diese Software, die Hyundai und Kia wollen, ist hier schon drauf. Das heißt, nachdem ich ja hier schon eine Ladesäule jetzt ausgewählt habe, temperiert er den Akku für uns vor. Und das ist sau wichtig auf die Langstrecke. Bestes Beispiel, 130 km/h. Wir wissen von dieser eGMP-Plattform, dass das Vortemperieren bitter nötig ist und eine Geschwindigkeit wie diese hier nicht reicht. Ergo
könnten wir bei solchen Tempolimits die Batterie gar nicht auf Temperatur bringen. Nur wenn es vortemperiert. Und das macht er. Und das ist super wichtig. Werden wir uns aber noch angucken, wenn wir laden. Wir werden natürlich die Ladekurve dokumentieren. Was ich einfach mega krass finde, ist auch diese Anzeige hier, also das hier im Display, wo ihr nämlich seht, wie krass der die Navigationshinweise hierhin projiziert. Er nimmt nämlich einfach die Kamera von oben, filmt sozusagen die Straße und projiziert dann die Navigationshinweise drauf. Das ist fast so geil wie bei Mercedes, die das ja aufs Display projizieren. Hier wird es hierhin projiziert, aber diese Hinweise sind sogar noch besser als bei Mercedes, weil du kannst es ja gar nicht falsch machen. Dann haben wir aber natürlich auch noch das Head-Up-Display, wo wir das sehen, und natürlich das normale Display. Aber diese Anzeige gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Also ist wirklich top. Wirklich, wirklich top. Ja. Dann kommt natürlich die andere gute Nachricht neben der Vortemperierung. Das temperiert den Akku übrigens auch vor. Nur ist die Frage, ob ihr das mögt. Es gibt ja immer wieder diese Problematik mit der Geschwindigkeitsabregelung bei Elektroautos. Nicht zuletzt beim BMW i4, wo ich ja diese 190 km/h so kritisiert habe. Während der Genesis GV60 in seiner Basisvariante, die ja auch schon Allrad hat, ein bisschen langsamer beschleunigt als das Kia Pendant und auch ein bisschen weniger Power hat als das Kia Pendant, ist er aber in der Höchstgeschwindigkeit schneller. Der schafft nämlich 200 km/h, also der Sport. Und der Sport Plus, in dem wir ja sitzen, der schafft sogar 235 km/h. Und das ist natürlich cool für alle, die für die ein Must-Have ist, auf einer freien deutschen Autobahn schon noch verbrennerähnlich fahren zu können. Auch wenn wir ja auch jetzt wieder als bestes Beispiel sehen, die Autobahn das meistens gar nicht zulässt. Darum geht es nicht. Es geht darum, es zu wissen. Es geht darum, auch mal zügig Überholmanöver machen zu können, ohne dass man den rückwärtigen Verkehr aufhält, ohne dass man Elefantenrennen macht. Nichts ist schlimmer als bei 180 Grad, wenn man jemanden überholt, den Begrenzer reinzubekommen, und dann fährt man so neben dem und der denkt, man ist vollkommen bescheuert. Hier hat man halt nach oben hin eine schöne Freiheit. Und das finde ich ganz, ganz toll. Es gibt sehr, sehr wenig Elektroautos, die eine Höchstgeschwindigkeit schaffen wie dieser hier. Und das ist in meinen Augen einfach wirklich wichtig, um alle Kunden abzudecken. Denn die, die langsam fahren wollen, können es ja trotzdem. Aber die, die schnell fahren wollen, können es auch. Trotz dessen, dass wir nur noch 11% State of Charge haben, drückt er uns richtig schön. Jetzt sind wir schon bei 208 km/h, 9. Und er drückt auch richtig schön oben rum. Und diese Bodenwellen nimmt er. Und die Bremsen, boah, die sind gut, gell? Alter Schwede. Also sehr, sehr gut beherrschbar. Du merkst, dass hier nicht nur obenrum aufgemacht wurde, um zu sagen, der kann schnell fahren, sondern der ist auch im Setup dafür, schnell zu fahren. Und wir waren jetzt nur im Komfortmodus. Weil wir haben ja diese adaptiven Dämpfer, die ich ja schon angesprochen habe, die ja auch die Fahrbahnbeschaffenheit gucken. Also die adaptiven Dämpfer gucken ja nach vorne über die Kamera auch, nicht nur GPS-Daten, und sehen, ah, okay, da kommt eine Bodenwelle. Und hast auch richtig gemerkt, dass er plötzlich ein bisschen straffer geworden ist. Das war richtig geil. Also das finde ich wirklich richtig top. Und dass wir auch bei diesem Akkustand noch die Leistung abrufen können, klar, nicht so, wie als wenn er voll wäre. Ich beschleunige jetzt mal durch. Das ist jetzt nicht annähernd das, was er kann, ne? Was man jetzt auch auf dem Tacho sieht, aber schön ruhig. Schaut mal, bei 180, wenn du so das Lenkrad loslässt, was du nicht tun solltest, ist er aber super beherrschbar. Und auch bei 8% kommen wir locker über die 200 km/h. Das ist halt schon echt geil. Und er liegt auch richtig gut auf der Straße, obwohl man merkt, dass man sehr, sehr hoch sitzt. Also ich fühle mich ehrlich gesagt wie in so einem X3 BMW oder sowas. Wir schaffen aber auch nicht mehr als 208 km/h mit diesem Akkustand. Und jetzt nochmal so eine Bodenwelle. Achtung! Sehr geil. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Also es fühlt sich wirklich echt gut an, sehr sicher, sportiv. Wir werden nicht von links nach rechts geworfen durch solche Bodenwellen, sondern er liegt einfach satt auf der Straße. Geil, also solche adaptiven Dämpfer, nämlich automatisch adaptive Dämpfer, sind schon wirklich keine Spielerei. Das macht echt schon Sinn, wenn es einen Wechsel gibt zwischen gerader Autobahn und welliger Autobahn, gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Jetzt probieren wir das mal aus mit diesem ELSD, mit diesem, ja, also man muss wahrscheinlich für solche Kurven ein bisschen, also da muss man auf Sport gehen, um die Dämpfer härter zu machen einfach. Ja, weil er schon ein bisschen sich einschwankt, ne? Ja, sehr geil. Also man spürt so ein bisschen, dieser Golf hinter uns wollte es auch irgendwie wissen, aber der kommt natürlich im Traum nicht nach. Man muss im Sportmodus fahren, damit man die volle Performance nutzen kann.
weil er ein bisschen weich ist in der Kurve auf diese Art und Weise. Und der Käufer dieses Autos als Sport Plus Modell interessiert sich wahrscheinlich für diese Features. Wenn ich von der Autobahn abgefahren bin, hat er so die Sitzwangen losgelassen, weil er wusste, okay, jetzt fahren wir ab, jetzt fahren wir nicht mehr schnell. Wobei dann natürlich, wenn du in den Sportmodus gehst, schauen wir mal, ja, da zieht er mir sofort die Sitzwangen an. Er zieht mir sofort die Sitzwangen an und weiß, okay, der Typ möchte es jetzt wissen, da müssen wir ihn jetzt ein bisschen halten. Und das merkst du auch richtig, das ist echt geil. Ne? Müssen wir halt nur noch dann, danach noch mal kurz gucken, wie das so ist, den so im Sportmodus zu manövrieren. So, wenn wir jetzt an die Ladesäule fahren wollen, das ist das, was mir gar nicht gefällt. Schaut mal, wie der reagiert. Ich komme ja gar nicht an den Punkt. Ich will eigentlich auf die Ladesäule, das mache ich jetzt mal. Denn ich habe ja jetzt gesehen, da ist sehr viel los an der Ladesäule. Und das Tolle ist, wir haben hier Infos. Da muss man halt nur auf i klicken und nicht das machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, das ist halt, es ist super sensibel, also du musst so vorsichtig dran zoomen. So, also nochmal, nee, jetzt hast du auf die Baustelle geklickt, ist halt schon wirklich, also das, da müssen die nochmal drüber. Hier auf i, auf Info. So, 5 verfügbar, wird 1 wird verwendet, 0 außer Betrieb. Das stimmt jetzt, glaube ich, irgendwie nicht ganz. Also man muss sich natürlich auf solche Angaben verlassen können, weil es ist für mich ja die Frage, fahre ich jetzt von der Autobahn ab zu dieser Ladesäule oder fahre ich lieber zur nächsten, weil hier zum Beispiel besetzt ist und ich keine Lust habe zu warten, dann muss diese Info zuverlässig sein. Und jetzt können wir gleich mal gucken, weil da ja die Ladesäule kommt, wie zuverlässig diese Info ist. 1 wird verwendet, das hat uns vorhin schon geschrieben, wo keiner dran stand. Jetzt steht aber eine ganze Armada dran. Schwenk mal dahin, gucken wir mal, was da so ist. Na, das ist noch eins weiter, glaube ich. Moment. So. Und zwar hier ist rechts Allego. Und da haben wir einmal einen EQV, der aber nicht steckt. Einmal ein Aways U5, der aber steckt, und ein Tesla Model 3. Also rein theoretisch, guck mal jetzt, wie viel Wahrheitsgehalt da an der ganzen Sache dran ist. Weil es natürlich super wichtig beim Thema Laden. Ne? Also, das Tesla Model 3 steckt am 300 kW Charger, der lädt definitiv. Und der Aways, der lädt auch. Und der EQV, der lädt auch. Also das heißt, dass hier eigentlich diese Daten nicht wirklich stimmen. Wir sind ja auch angekommen, also letzten Endes kann man jetzt nicht 1000-prozentig sich darauf verlassen, wenn man auf der Autobahn fährt, dass das alles verfügbar ist, weil dann fährst du her und siehst, hoppla, ist ja gar nicht verfügbar. Also letzten Endes schon, also es sind schon welche verfügbar. Ja, volle Hütte hier an Allego, unpassenderweise genau heute. Und genau damit komme ich zu einem Punkt, der ganz wichtig ist beim Genesis zu wissen. Ich muss immer nur wieder gucken, dass ich den Ladevorgang für euch dokumentiere. Wir sind bei 222 kW. Das Problem ist, dass ihr an Ladesäulen generell die 300 kW können beachten müsst, dass wenn ihr zu zweit an einer Ladesäule steht, passiert, dass die Ladesäule die Ladeleistung teilt. Das heißt, deswegen haben wir jetzt locker 15, 20 Minuten gewartet, damit wir den Wagen auf seine volle Ladeleistung testen können, weil immer jemand da stand. Da ist ein Model 3, da ist ein EQV, dann stand der Aways noch da. Ne? Der ID3 kam jetzt dazu. Und da hat man natürlich genau dieses Problem, dass man da nicht die volle Ladeleistung ziehen kann. Fahrt ihr also an eine ausgelastete Ladesäule oder Ladepark, dann müsst ihr damit leben, dass ihr wahrscheinlich nur 150 kW kriegt, denn es gilt ja Fair Share. Fair Share bedeutet, jeder kriegt nur 150 kW. Ergo könntet ihr diese 224, die wir gerade ziehen, eigentlich gar nicht erreichen. Ich lade jetzt hier mit meiner EnBW Mobility Plus Karte, weil das aber keine EnBW Säule ist, sondern eine von Allego, sind das 49 Cent die Kilowattstunde. Wer bei einem Durchschnittsverbrauch von 20 Kilowattstunden letzten Endes 10 Euro auf 100 Kilometer. Kann man eigentlich so rechnen. Er zieht 224 kW. Was bedeutet das? Warum ist das eine gute Nachricht? Das ist eine gute Nachricht, weil somit definitiv die Software offensichtlich tatsächlich so programmiert ist, wie Genesis das versprochen hat, nämlich dass er für die Ladesäule vorwärmt. Denn das kurze Mal, wo wir kurz auf 200 beschleunigt haben, reicht nicht, um einen Akku bei Kia oder bei Hyundai auf Temperatur zu bringen. Und dazwischen sind wir nur 130 gefahren. Heißt im Umkehrschluss, das war wirklich die Software, die für den Ladevorgang an der Ladesäule vortemperiert hat und offensichtlich entsprechend vortemperiert hat, weil die Säule hat ja schon gesagt, 19 Minuten bis 80% von 4 ausgehend. Übrigens, weil wir bei 4% angesteckt haben. Hier seht ihr noch eine coole Ladeanzeige. Ja, da seht ihr, wie weit ihr seid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also das ist die Anzeige für 80%. Heißt, wir sind hier gerade bei
30, stimmt das? Ja, genau. Wir sind bei 29% und da könnt ihr euch auch an der Anzeige orientieren. Also er macht ein super Bild an der Ladesäule. Wir hatten ja auch schon diverse Gespräche mit vielen Carmaniac-Zuschauern, die die Videos verfolgen. Nicht zuletzt ganz lieben Gruß an den Herrn aus dem Aways U5, inklusive Ehefrau, die auch die Videos gucken und alle sehr begeistert waren von dem Auto. Und nicht zu Unrecht, denn der Genesis macht schon wirklich eine sehr, sehr gute Figur. Nur die Farbe ist Geschmackssache und das hat hier auch jeder so gesagt. Aber ihr könnt ja zwischen 15 Farben auswählen. Ja, klar halten. Doch. Logisch. Habe ich nie in meinem Leben gemacht. Quer würde ich sagen. Ja doch, quer. Nee, es geht ja, quer auch. So, alles gut? Ja. Gut, haben wir. Ja, Logo. Ganz lieben Gruß übrigens an dieser Stelle, das war jetzt das zweite Foto an dieser Ladesäule, an den netten jungen Kerl mit dem EQE, einer der ersten, die den EQE gekriegt haben, 350 plus, er ist sehr zufrieden und auch er hat ein Selfie gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, manche fragen dann so ganz verlegen, wirklich, ich mach das so gern, das macht so Spaß, ihr seid doch meine Zuschauer, wie könnte ich mich nicht darüber freuen, mal echte Menschen an der Ladesäule kennenzulernen, anstatt nur Kommentare zu sehen. Das ist ganz toll. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, bin ich immer wirklich gerne dafür zu haben. Wie auch jetzt. Einfach cool. So, wir sind jetzt nach genau 18 Minuten fast bei 80%. Das Ganze hat ja erst nach 2 Minuten angefangen, weil wir bei 4% angeschlossen haben. Also 80% in diesen 18 Minuten. Aber euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir einen extremen Ladeleistungseinbruch erfahren haben. Bei 75% ist er plötzlich auf 30 kW abgefallen. Und ich möchte jetzt nur eine Sache beweisen. Wir brechen jetzt mal ab. Wir haben übrigens 59 Kilowattstunden nachgeladen in dieser Zeit. Ich möchte zeigen, dass das wahrscheinlich nur ein Spannungsfehler ist oder sowas über die Ladesäule, weil normalerweise zieht er auf jeden Fall bis 80 viel, viel mehr als diese 32 kW. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und wir stecken einfach nochmal an und ich glaube, dass er jetzt trotzdem eine höhere Ladeleistung kriegen wird. Auch wenn wir bei 77% nochmal anstecken. Ja? Aber das zeigt, generell hat es funktioniert. Also 18 Minuten dafür, dass wir nur ganz kurz auf der Autobahn waren. Er hat vortemperiert, alles tipptopp, gar keine Frage. Hat also super funktioniert. Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr nicht nur bei diesen Temperaturen von jetzt 13 Grad, sondern auch kälter, beim Genesis zumindest, diese ja, 20 Minuten auf 80% schaffen könnt. Und das ist super. Was macht er jetzt? Jetzt können wir uns das nochmal schnell anschauen. Er baut die Ladeleistung auf und schaut mal hier, wie ich es euch versprochen habe. Es war ein Spannungsfehler über die Säule. Wir sind jetzt schon bei 78, 86, 94, 100. Schaut mal, wie wir hochgehen, obwohl wir bei 78% angesteckt haben. Vergessen wir das mal nicht. Ne? Also wir sind hier bei 78% und er ist bei 116 kW. Das heißt, ihr hättet schon munter weitergeladen bis 80% in der versprochenen Zeit. Es gab hier nur irgendeine Spannungsstörung, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Dame, mit der ich gerade das Foto gemacht habe, den EQV abgesteckt hat. Genau in dem Moment ist es in den Keller runtergegangen. Immer noch 116 kW Ladeleistung. Also das wollte ich euch jetzt nur mal unter Beweis stellen, dass das nichts mit dem Auto zu tun hat. Machen wir mal einen kleinen Batterie-Deep-Dive. Das ist sehr wichtig. Das ist folgendermaßen. Diese Info ist ganz, ganz neu. Die habt ihr noch nirgendwo anders erfahren. Versprochen. Und zwar ist es so, wenn ihr in der Früh losfahrt, und eine Säule auswählt, fängt er an, die Batterie vorzutemperieren. Durch das Auswählen der Säule. Haben wir ja schon jetzt thematisiert. Wie könnt ihr euch aber jetzt zeitlich darauf einstellen? Also es ist so, wenn jetzt 0 Grad draußen ist und eure Batterie sollte 5, 6 Grad haben, ja, weil die Batterie nie 1000%ig genau die Umgebungstemperatur hat, also 5, 6 Grad, dann wählt ihr eine Ladesäule aus und fahrt los, zum Beispiel vollgeladen, Urlaub oder Geschäftsreise. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass in einer halben Stunde die Batterie durch die Vortemperierung 10 Grad dazu gewinnt. Das heißt, nach einer halben Stunde hat die Batterie nach einer Ausgangstemperatur von 6 Grad 16 Grad. Nach einer weiteren halben Stunde 26 Grad. Heißt, eine Batterie, so eine Lithium-Ionen-Batterie, fühlt sich ungefähr bei so 25, 30 Grad am allerbesten. Heißt im Umkehrschluss, ihr werdet wahrscheinlich die volle Ladeleistung nach einer Stunde kriegen, bei einer Ausgangstemperatur von 6 Grad. Fahrt ihr natürlich im Frühling los oder im Sommer, so wie jetzt, bei 15 Grad habt ihr nach einer halben Stunde schon die knapp 30 Grad erreicht. Also ihr müsst so rechnen, 30 Minuten bedeuten 10 Grad Akkutemperatur Zugewinn. Ja? So könnt ihr rechnen und dementsprechend könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr fahren müsst, damit ihr die volle Ladeleistung ziehen könnt. Das Gute ist, ihr werdet wahrscheinlich länger fahren, als das er braucht zum Vortemperieren. Heißt, mit dem ersten Ladestopp habt ihr schon die Temperatur, die ihr braucht, um in 18 Minuten auf 80% zu laden. Und beim zweiten Ladestopp dann sowieso, weil ihr ja durch den ersten Ladestopp schon Temperatur in der Batterie habt. Also
Es funktioniert das Ganze, so könnt ihr euch das als Eselsbrücke nehmen. So funktioniert diese ganze Sache mit der Vortemperierung. Hier noch ein paar wichtige Anmerkungen. Anmerkung Nummer 1, der Akku ist nach einem Ladevorgang so heiß, dass ihr 7 bis 8 Minuten lang damit rechnen müsst, dass ihr nicht die volle Motorleistung abrufen könnt. Ganz wichtig zu wissen, wenn man auf die Autobahn beschleunigen will. Also er reduziert wegen der hohen Akkutemperatur die Motorleistung, und zwar eklatant. Dann noch kurz zu den Assistenzsystemen. Im Gegensatz zu Kia und Hyundai wackelt hier der Lenker nicht permanent mit, wenn man den Lenkassistenten drin hat. Dafür aber wird man bei einem spontanen Abbremsmanöver durch den Abstandsradar durch echt sehr viele Warntöne etwas in Schrecken versetzt. Will man dann wieder rausbeschleunigen und setzt den Blinker und überlässt es dem Tempomaten, dauert dieser Rausbeschleunigungsvorgang leider sehr lange. Rechnet man jetzt aber ein Ziel, das weiter weg ist, wie zum Beispiel meine Testadresse am Bullham 1 Jever, muss man sich natürlich wieder manuell die Ladesäulen anzeigen lassen. Und das, was er findet, ist ehrlich gesagt ziemlich sinnlos bei 61% Akkustand, nämlich Hypercharger in direkter Umgebung, die ich aber nicht brauche. Also da muss tatsächlich Genesis nochmal ran. Einfach eine anständige Routenplanung integrieren. Der Verbrauch, den ich ermittelt habe, liegt bei 24 Kilowattstunden, natürlich wieder topografisch ausgeglichen, also in die eine und in die andere Richtung. Allerdings waren wir permanent auf einer Meeresspiegelhöhe von 135 Metern, sind also eben gefahren. Ich vermute, das ist der Karosserieform geschuldet, denn ähnliche Fahrzeuge, die aerodynamischer sind, verbrauchen hier locker mal 3 Kilowattstunden weniger. Jetzt wollen wir noch eine Sache ausprobieren, das ist der Boost Mode bei 130 km/h. Achtung, ich drücke den Boost Mode, der ist für 10 Sekunden verfügbar und ich drücke durch. 140, 150, 160, 170, 180, 190. Wow. Und die Bremsen sind einfach mal richtig Killer, ne? Die sind einfach mal richtig geil. Ja, der Boost Mode, der drückt schon ordentlich vorwärts. So, alter Scholli, da hast du halt die 490 PS zur Verfügung, ne? Und die drücken dann schon ordentlich. Aber du brauchst ihn auch nicht. Also auch ohne Boost-Mode, wenn ich jetzt hochbeschleunige, geht es sehr schnell. Aber nicht so schnell wie mit Boost-Mode. Also man merkt das schon, weil wir kriegen ja über den vorderen Motor 20 kW mehr und über den hinteren Motor 20 kW mehr. Das heißt für 10 Sekunden 40 kW mehr Leistung. Das ist schon merkbar. Ja? Höchstgeschwindigkeit konnten wir jetzt nicht ausprobieren, aber das sind halt 235 km/h. Das ist schon cool. Also das ist etwas, das ich gerne mag, weil ich mag es halt einfach nicht gern eingeschränkt zu sein. Auch wenn ich selten fahre. Aber ich möchte wissen, dass ich es kann. Wisst ihr, was gut ist, aber schlecht für mich? Ich kann fast schon eigentlich Fazits nicht so wirklich divers formulieren. Es ist immer irgendwie das Gleiche. Weil jedes Mal bringt ein Hersteller irgendwie ein neues Auto, das irgendwie neu wieder Messlatten setzt und sowas. Keine Ahnung. Für mich ist der Genesis GV60 in dem Dreier-Derivat auf dieser Plattform zwischen IONIQ 5 und EV6 das bessere Modell. Warum? Weil man hier aus dieser Problematik gelernt hat, aber er kommt auch später, mit der Vortemperierung, ganz klar, durch Auswahl der Ladesäule, aber man hat halt auch ein bisschen was auf der Strecke gelassen, nämlich die Laderoutenplanung, die funktioniert halt immer noch nicht und ich verstehe nicht, warum. Ist das wirklich nur den Marktführern vorbehalten und den sehr teuren Marken, also Marktführer Tesla oder BMW, Mercedes und sowas, die es halt wirklich Spitzenklasse machen, warum kann der das nicht? Ich möchte halt kopfschmerzfrei navigieren. Das ist dann aber auch mein einzig wirklicher Kritikpunkt an dem Auto. Wenn ihr sagt, ja, du hast doch schon beim i4 gesagt, bester irgendwie seiner Klasse oder beim EQE. Ja, Leute, es ist wahnsinnig schwer, was soll ich sagen? Es kommen immer mehr Elektroautos, das ist ja auch super für den Markt letzten Endes. Ich finde den schon Spitzenklasse, wenngleich man natürlich wissen muss, dass 71.000 Euro mit ein bisschen Ausstattung, 75.000 Euro, einfach verdammt viel Geld ist und für den Otto-Normalverbraucher kaum bis gar nicht erschwinglich. Und auch die 59.000 für die Basisvariante eigentlich schon nicht so wirklich. Es gibt ihn nur mit 77 Kilowattstunden, also die Variabilität in den Ausstattungen und Antrieben und sowas ist nicht so wie bei den Konzerngeschwistern. Du kriegst ja hier nur Allrad und nur großen Akku, aber dafür kriegst du auch eine bessere Performance, zumindest in Sachen Höchstgeschwindigkeit. Wir haben halt Matrix-LED-Scheinwerfer, ne, aber dafür halt auch den kleineren Frunk. Die digitalen Rückspiegel haben sie perfekt hingekriegt. Ich habe einmal gesagt, nie wieder digitale Rückspiegel, aber bei dem ändere ich meine Meinung. Alles in allem, ja, mal wieder super, was soll ich sagen, ne? Ich finde es auch toll, dass es Nappa-Leder gibt. Ich habe ja da meinen Freund Sodan, der ja vorher vor seinem IONIQ 5 Audi RS6 gefahren ist.
Und da hast du ja so einen gewissen Anspruch und dann fehlt halt so bei asiatischen Marken immer so ein bisschen an einigen Stellen was, wo du, oh, so ich mal keinen Bock auf Hartplastik, hier hast du gar kein Plastik, bis auf den Kofferraum, wenn man ihn aufmacht, ganz oben. Hier ist alles Alcantara, Leder, optional, wie gesagt, Nappa-Leder, egal wo du hinfasst. Und das finde ich schön, weil man muss nicht unbedingt ein Up-Downgrade machen. Gut, Genesis ist natürlich halt auch eine Premium-Marke, das muss man dazu sagen, aber dem werden sie auch mehr als gerecht, ja? 800 Volt Ladesystem, tolle Höchstgeschwindigkeit, super Effizienz in der Stadt. Leider beschissene Effizienz auf der Autobahn, muss man an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Also schaut es euch an. Wie gesagt, konfiguriert so bald als möglich, wenn ich euer Interesse geweckt haben sollte. Denn sonst kriegt ihr ihn dieses Jahr nicht mehr und dann ist die Förderfähigkeit weg. Und es war nicht egal, ob man dafür dann 8.000 Euro mehr oder weniger zahlt, ne? Das ist ja schon 10% des Kaufpreises, was ihr da dann günstiger kriegt. Schaut vorbei, also auch auf Evium, da könnt ihr ihn auch dann konfigurieren oder einen gebrauchten IONIQ 5 suchen in dem Gebrauchtwagenmarkt. Ich habe alle Partner für euch unten in der Beschreibungsbox drin, damit ihr euch das angucken könnt. Ihr sagt immer so, ja, Werbung und wir wissen doch schon, der Juice Booster. Ja, aber vergesst nicht, es gibt sehr viele neue Menschen, die ich für die Elektromobilität begeistern will und auch kann. Kein anderer Elektroautokanal hat so viele Verbrenner-Zuschauer wie ich. Und die sehen das erste Mal. Die wissen nicht, was ein Juice Booster ist. Deswegen sage ich dazu, unten kriegt ihr ihn vergünstigt. Oder deswegen sage ich Envision Digital, mein Wallbox-Anbieter, weil es gibt eine Marktflut. Und da kann man vielleicht so ein bisschen selektieren. Und da seht ihr, okay, der nutzt Envision Digital. Ist das was für mich? Ihr könnt euch ja einlesen. Nichts ist verpflichtend. Ihr findet also alles als Link unten in der Beschreibungsbox. Mein Ladetarifanbieter, der ja jetzt auch, also ENBW, mit der App Stiftung Warentest als beste App ausgezeichnet wurde. Also ich weiß schon, was ich nutze und welche Produkte ich warum empfehle. Ja? Und da seht ihr aber auch, was sind Produktempfehlungen und was nicht. Ja? Man kann mit dem reisen, man hat Platz, man hat Luxus, man hat Power. Alles, was man eigentlich braucht. Mir fällt gerade ad hoc nichts ein, was dagegen sprechen würde, bis auf den Preis. Ne? Muss man schon ganz klar sagen. Vielen Dank an den lieben Stefan, der auch hier vorbeigekommen ist, um uns zu treffen. Da könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, wie der Stefan, solche Tassen zu haben, Fußmatte, Hoodies, also einfach Carmaniac-Merch, dann findet ihr das bei mir auf dem Kanal, unten in der Beschreibungsbox im Carmaniac-Shop. Und dann verabschiede ich mich hier aus diesem wunderschönen Frankfurt, mitten aus der Baustelle. Bis zum nächsten Mal. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich solche Videos nicht. Ciao. Ein cooler Typ.